Das Feuer, das er am Nachmittag, nachdem er die gesamte Nacht gelaufen war, so sorgfältig entzündet hatte, war schon lange niedergebrannt. Sich räkelnd stand Aaron von seinem Lager nahe der alten Eiche auf, die ihm die letzten Stunden Gesellschaft geleistet hatte. Langsam begann er seine wenigen Sachen zusammenzutragen und sie in seinen Rucksack zu verstauen, damit er endlich weiter konnte. Seine Decke aus Ziegenfell, mehrere gesalzene Rinderstreifen, einen halben Laib Brot, seine Kürbisflasche, die er zuvor mit Wasser aus dem Bach neben seinem Lager aufgefüllt hatte. Seinen Dolch, der ihm schon einige Male das Leben gerettet hatte, steckte er sich an den Gürtel, an dem sich auch seine Angelhaken sowie sein Kompass befanden. Ihn allerdings brauchte er fast nie, da er den Wald wie seine Westentasche kannte. Den Köcher mit Pfeilen hatte er sich auf den Rücken geschnallt, während er den Bogen in der linken Hand hielt. Die rechte brauchte er, um Äste wegzuschieben und sich an steilen Felsvorsprüngen festzuhalten. Er blickte sich noch einmal um, ob er irgendetwas vergessen hatte, und folgte dann weiter dem Weg, der ihn zu den Jagdfelsen führen würde. Die Richtung dorthin gaben weder eine Straße, noch ein Trampelpfad, noch irgendein Zeichen an den Bäumen vor. Nein, diesen Weg kannten nur die Jäger und ihre Schüler von Charsan. Sein alter Lehrmeister, der vor einem halben Jahr von einem Troll getötet worden war, hatte ihm einst erzählt, dass das Dorf vor Jahrhunderten von einem Mann gegründet wurde, der auch diese Felsen gefunden hatte, an der es vor Beutetieren nur so wimmelte. Die Jagdbeute aus diesem Gebiet trug mit zur Versorgung des Dorfes bei. Zwar befanden sich im Umkreis der Siedlung Tausende von Obstbäumen, doch die geernteten Früchte wurden in die größeren Städte des Landes gebracht und dort verkauft, ebenso wie die Fische, die es hier so reichlich gab. Früher mussten sie das nicht tun. Früher war ihr Dorf noch mit anderen Dörfern gemeinschaftlich verbunden gewesen. Man hatte viel gehandelt auf einem Weg, der von Charsan noch weiter in den Süden führte. Das beanspruchte gut und gerne 2 Wochen. Doch bald ging es bergab mit den Dörfern, denn die Trolle hatten sich gesammelt. Wie jeden Herbst kamen sie zu Dutzenden aus den Weißen Bergen, legten dabei Hunderte von Kilometern zurück, um ein oder mehrere Dörfer zu zerstören. Sie brauchten nicht einmal die Vorräte der Dörfer, denn es machte ihnen einfach Spaß, die Menschen vor Angst schreien zu hören und ihnen danach die Knochen zu verdrehen, dass diese aus den Gelenken sprangen. Damals konnte sich niemand zur Wehr setzen. Die Trolle plünderten das ganze Dorf, nahmen sich die schönsten Mädchen und kehrten wieder in die Weißen Berge zurück. Dort hatten sie sich Höhlen gebaut, in denen sie überwinterten. Gegen einen unbewaffneten Troll konnte man sich gemeinsam und schwer bewaffnet, vielleicht noch mit Mühe erwehren. Doch sobald sich die Monster zu Gruppen zusammentaten, war jegliche Hoffnung vergebens. An Kraft und Stärke waren ihnen die Trolle deutlich überlegen. Nur wenige Männer überlebten in der Regel eine Begegnung mit einem Troll. Genau genommen 3. Doch selbst diese waren vermutlich nur Legenden in einer Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, die sicher schlafen sollten, da 3 Mutige über die Kleinen wachten. Seit ewiger Zeit führten die Trolle Krieg gegen die Menschen und die Werwölfe, die ebenfalls in den Weißen Bergen in sogenannten Mörsa lebten. Das waren jahrhundertealte Festungen aus Stein. Manche nannten die Werwölfe auch Seiden. Sie sahen den Menschen sehr ähnlich, etwas größer, kräftiger und listiger vielleicht. Sie sollten die Fähigkeiten besitzen, sich in menschenfressende Wölfe zu verwandeln. Erzählungen über sie erzeugten bei kleinen Kindern Ängste. Aaron jedoch fürchtete sich nicht wirklich davor. Was wohl seine kleine Schwester jetzt tat? Wahrscheinlich war sie im Wald, um Beeren zu suchen. Gerade einmal 5 Sommer war sie alt und musste schon helfen, Angelhaken zu fertigen und zu fischen. Aaron musste schmunzeln. Bald würde sie ihn dabei übertreffen. Aber dafür war sein Körper nicht gemacht. Herumsitzen und Däumchen drehen, bis ein Fisch anbiss, das konnte er nicht. Er war ein guter Jäger. Nein, nicht nur ein guter Jäger. Er war wie geschaffen für die Jagd. Er bewegte sich leichtfüßig, konnte leiseste Geräusche wie das Scharren von Hufen auf große Entfernung hören. Auch seine Fähigkeiten, mit Waffen umzugehen, waren überragend.
Allerdings wusste er nicht, von wem er sie aus seiner Familie geerbt hatte. Von seinem Vater ganz bestimmt nicht. Da kam nur seine Mutter in Frage. Doch immer wenn er seinen Vater fragte, ob er ihm etwas über sie erzählen könne, verstummte er und wurde zornig. Aaron selbst hatte sie noch nie gesehen, doch er wusste, dass sie etwas Besonderes war. Irgendwann würde er sie bestimmt einmal zu Gesicht bekommen, hoffte er.